Hi Freunde, und herzlich willkommen zu meinem Channel. Der nächste Tee-Test steht an. Ich habe ja von Pfanner schon eingetestet. Und jetzt teste ich den Pfanner. Der grüne Tee mit Zitronen-Litschi. Ja. Erfrischend für Körper und Geist. Ja. Habe ich von meinem Bruder zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Teste ich sehr gerne, warum auch nicht. Ist Pfand. Die Flaschenform finde ich klasse, kann man gut halten. Obwohl es 1,5 Liter sind, ist es nicht allzu schwer dann dadurch. Kalorien pro 100 Milliliter 27 Kilokalorien. Ist ziemlich gut. Ja, dann würde ich sagen, der grüne Pfanne. Zitronen-Litschi testen wir mal. Riecht ganz gut, ja? Gibt's auch auf Facebook, Pfanne, im Übrigen. Wenn ihr mal reingucken wollt, warum nicht? Schmeckt nach Litschi. Zitrone schmecke ich ja jetzt keine. Aber auf jeden Fall schmeckt ich Litschi. Und natürlich grünen Tee. Und das schmeckt sehr, sehr gut, ja. Also kann man nichts sagen. Schmeckt sehr gut. Ja. Nicht ganz mein Fall, aber. Also trinken kann man es. Wachhalten tut einem das natürlich nicht nachts, ist klar. Kein Koffein drin und nichts. Aber es ist ein gutes Getränk, kann man nichts sagen. Ja. Ja. Nur das Zitrone vermisse ich halt ein bisschen. Ja. Okay. Ja. Was gibt es darüber noch zu sagen? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Also machen wir Bewertung. Gutes Getränk, Entschuldigung. Entschuldigung. Also dieser grüne Tee von Pfanne, Zitronen-Litschi, bekommt von mir eine 4, weil den kann man gut trinken, wobei 1 ist das allerbeste, also ich glaube kaum, dass ich das mal vergeben werde. Und 10 ist das allerschlechteste, ne? Jetzt holen wir eine 4, aber das kann man gut trinken. Also, kleines Like, wenn nicht verkehrt, abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch so testen kann. Ja. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschö.